Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen aus Wien, guten Morgen vom Geek Talk. Ja, willkommen am Donnerstag, dem 5. Januar. Von den Themen her wird es mit der CES langsam wieder ein bisschen ruhiger, Gott sei Dank, dennoch ein paar spannende News für euch vorbereitet. 9 an der Zahl sind's. Und wir steigen gleich ein mit dem Snapdragon 835 oder 835 von der Firma Qualcomm. Die haben den Prozessor jetzt endlich auch auf der CES entsprechend vorgestellt und ein bisschen gezeigt, was der neue Prozessor können soll. Das vor allem spannendste Feature ist, dass er mittlerweile in 10 Nanometer Technik gefertigt ist. Größtenteils dürfte Samsung für diese Fertigung einspringen, quasi in den Prozessor größtenteils fertigen. Ja, technisch wurde alles wieder ein bisschen besser, wie immer kein unerwartet großer Schritt. Es ist ein 64-Bit-Prozessor natürlich, der bis zu 8 GB RAM ansprechen kann. Insofern, ja, die Zeichen stehen auf Leistung. Ganz praktisch, aufgrund der neuen Fertigungstechnik wurde das Gerät deutlich, also der Prozessor deutlich kleiner und kann jetzt auch wiederum in kleineren Geräten eingebaut werden. Wir werden diesen Prozessor nicht nur in Smartphones sehen, sondern auch zum Beispiel in Virtual Reality Brillen. Da gab es heute auch schon die ersten Vorstellungen dazu. Wir kommen zu einem anderen neuen Gerät, einem kleinen PC von der Firma Intel. Die NUC-Modelle erfreuen sich ja durchaus große Beliebtheit. Das sind so kleine Computer, die aber mittlerweile durchaus relativ viel Leistung in ihrem kleinen Gehäuse vereinen können. Das würde jetzt mit puncto Leistung noch besser. Da kommen die neuen Kaby Lake-Prozessoren zum Einsatz. Zusätzlich gibt es 2 Steckplätze für Notebook-RAM und einen M2-Steckplatz für eine schnelle SSD. Ja, ansonsten spannendstes Feature an den neuen NUCs ist vor allem der neue USB-C-Anschluss. Preise wissen wir noch keine, aber im ersten Quartal diesen Jahres soll es dann noch News dazu geben und die Geräte auch bestellbar sein. Wir kommen zu News von der Firma Netatmo. Die bauen ja mittlerweile einige HomeKit-fähige Geräte, die durchaus spannend sind. Eigene Geräte gibt es 2 neue, einen Rauchmelder und einen Sicherheitssensor, also quasi eine Alarmsirene. Sie haben es einen Sicherheitssensor genannt, weil sie in diesem Bereich mehr noch bringen wollen. Aber sie haben auch angekündigt, dass sie ihr Programm with Netatmo starten und damit auch das Ganze für Dritthersteller öffnen. Den Anfang machen die Firmen Legrand und Velux. Wir dürfen gespannt sein, ob sich weitere noch dann an die Bridges von Netatmo andocken. Grundsätzlich wäre das sehr, sehr wünschenswert. Klingt ein bisschen nach einem April-Scherz, ist es aber nicht. Die Firma Vivinx stellt zusammen mit L'Oreal Technologies eine smarte Haarbürste vor. Die misst auf der einen Seite, wie oft ihr euch schon die Haare gebürstet habt. Auf der anderen Seite hat sie auch zum Beispiel ein Mikrofon integriert und kann so messen, wie die Qualität eurer Haare ist. Zusätzlich gibt es noch einen Beschleunigungssensor und einen Kraftsensor, die dann messen sollen, wie stark ihr quasi eure Haare bürstet und ob da entsprechend alles in Ordnung ist. Ja, das heißt, mittlerweile gibt es auch smarte Haarbürsten. Gratuliere. Wir kommen zur Firma Norton. Auch Norton gibt es noch. Grundsätzlich ja bekannt als Antivirushersteller. Mittlerweile baut Norton eine eigene Hardware. In diesem Fall ist es ein eigener Router, grundsätzlich ein ganz normaler WLAN-Router mit allem, was man sich so vorstellt und was dabei sein muss. Zusätzlich gibt es aber eigene Sicherheitsfeatures von der Firma Norton, die werden dann im Monatsabo 9,99 kosten. Diese Features zum Beispiel testen dann auch, ob eure Geräte, die angeschlossen sind, irgendwelche komischen Dinge tun und über Sicherheitslücken verfügen. Dementsprechend ja, soll euren Netzwerkverkehr zu Hause sicherer machen, gerade in Zeiten wie diesen, wo es dann so Firmen wie Netatmo gibt, die entsprechende IoT-Geräte anbieten, vielleicht gar keine schlechte Idee. Losgehen soll das Ganze schon sehr bald, zu einem Preis von $199. Später soll der Preis dann auf $280 steigen. Das heißt, ja, Vorbesteller sind in dem Fall preislich wieder bevorzugt. Wir gehen mehr oder minder weg von der CES hin zu selbstfahrenden bzw. Elektroautos. Tesla hat seine Verkaufszahlen für das Jahr 2016 bekannt gegeben. Das Ziel waren 90.000 Autos, geworden sind es nur knapp 84.000 Autos, das heißt, das Ziel wurde verfehlt. Im Vergleich zu 2015 trotzdem eine große Steigerung, da waren es nur 51.000 Autos. Vorbestellerzahlen zum Model 3 gibt es auch, das waren 400.000 Leute. Wir sehen, es wird sehr schwer werden für Tesla, diese Nachfrage überhaupt zu decken. Momentan eben verkauft 84.000 Autos und 400.000 Model 3 sollen die bauen. Dementsprechend, die werden ihre Produktionskapazitäten deutlich steigern müssen, um hier tatsächlich allem nachkommen zu können. Stichwort Elektroautos, es gibt auch einen neuen Mitspieler am Markt, Faraday Future. Die haben ja schon letztes Jahr bekannt gegeben, dass sie jetzt Autos bauen wollen. Mittlerweile wurde das erste Modell auch tatsächlich gezeigt. Es lautet auf den Namen FF91. Ein Elektroauto mit 130 Kilowattstunden Akku soll eine Reichweite von 608 Kilometern ermöglichen und insgesamt 1050 PS quasi an Leistung in seinem Elektromotor bringen. Durchaus spannend, nähere Infos gibt es dazu leider noch nicht, Preis gibt es auch noch keinen, aber man kann das Ding, wie das bei Elektroautos ja offensichtlich in Gang gäbe ist,
schon vorbestellen, soll ab sofort starten für 5.000 US-Dollar. Zum Abschluss noch zwei kleine News aus der Medienwelt. Zum einen gibt es immer mehr und mehr Gerüchte, dass Google offensichtlich SoundCloud kaufen könnte. Kolportierter Preis wären 500 Millionen US-Dollar. Wir dürfen gespannt sein. Immer wieder gab es auch Gerüchte, dass Google Spotify kaufen könnte. Das dürfte momentan mal nicht der Fall sein. Aber SoundCloud dürfte ein interessanter Kandidat sein. Wir werden sehen, ob SoundCloud tatsächlich den Besitzer wechselt. Zuletzt noch eine kleine News von Netflix, die vielleicht auch ein bisschen im April jetzt klingen mag. Netflix hat eine neue App im Angebot, die heißt DVD Netflix. Damit wären sie quasi ja wieder im Stile von Versandvideotheken tätig. Da könnt ihr euch einfach DVDs direkt nach Hause bestellen und so ausborgen und dann wieder zurücksenden und das alles schön über eine App abwickeln. DVD.com ist hier der Partner, das ist ein Netflix-Unternehmen. Das heißt, ja, Netflix versucht anscheinend wieder an Kunden heranzukommen, die sie noch nicht mit Streaming erreichen. Insofern, ja, bin gespannt, ob es da dann mal nähere Zahlen dazu gibt. Jedenfalls Netflix gibt sich Mühe, auch wirklich den Letzten mit irgendwie Videos und Filmen versorgen zu können. Das war's von meiner Seite für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Einen schönen Donnerstag, keine Sorge für alle, die arbeiten müssen, das Wochenende naht. Ciao. Hört mehr Geek Talk.